Für die Verkleidung der Holme und Verkleidungsteile verwenden wir Biofilz aus 100% Schurwolle und über diesen erzähle ich euch in diesem Video. Natürlichkeit ist uns auch beim Wehenausbau ein wichtiges Thema. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, im Filzbereich etwas zu forschen und ein Produkt für euch zur Verfügung zu stellen, das aus 100% Schurwolle besteht. Die Vorteile dieses Produkts sind nicht nur, dass er extrem flexibel ist und sich sehr gut an Holme oder Radkästen anpassen lässt. Er lässt sich auch sehr leicht verarbeiten und gut mit einem Stanley-Messer schneiden. Durch das Aufnehmen von Feuchtigkeit und die spätere Abgabe dieser sorgt dieser Filz im Fahrzeug für ein wohliges Klima. Da wir in diesem Bereich auf Kunstfaser und Plastik verzichten, wirkt sich das auch direkt auf den Geruch eures Fahrzeugs aus. In Kombination mit unserem Konstruktionsmaterial aus Zirbenholz habt ihr so ein 100% natürliches Interieur eures Fahrzeugs. Jedem passiert einmal ein Missgeschick und sollte es auch euch wie mir hier ergehen, dass etwas Kaffee auf den Filz gelangt, so haben wir nichts zu befürchten. Der Filz nimmt die Feuchtigkeit nicht auf oder speichert sie nicht und so lässt er sich ganz leicht mit einem trockenen Tuch wieder reinigen und wir haben keine Rückstände der Flüssigkeit. Ein weiteres interessantes Merkmal an unserem Biofilz ist es, dass er beinahe der Brandschutzklasse B1 entspricht. Wir haben den Vergleich angestellt, herkömmlichen PVC-Filz und unseren Biofilz im Flammbarkeitstest gegenüberzustellen. Wenn wir uns den herkömmlichen Filz ansehen und versuchen, diesen zu entflammen, so fängt dieser sehr schnell an zu brennen und schmilzt dahin. Man stelle sich vor, man hat einen Kabelbrand im Fahrzeug und das gesamte Fahrzeug mit einem solchen Filz ausgekleidet. Die Folgen wollen wir uns nicht ausmalen. Macht man denselben Versuch mit unserem Biofilz, so wird man feststellen, dass er zwar leicht ankokelt, stinkt, so ähnlich wie wenn man Haare verbrennt, aber nicht zu brennen beginnt. Wo verwenden wir diesen Filz und wie wird er verarbeitet? Wir verwenden den Filz in vielen verschiedenen Situationen. Beispielsweise können wir Verkleidungsteile, die in einem Transporter bestehen, mit diesem Filz überziehen oder auch Metallholme damit verkleiden. Zur Verarbeitung des Filzes ist zu sagen, dass wir zum einen Sprühkleber verwenden, um ihn an den Holmen oder den Verkleidungsteilen anzubringen. Die darunterliegenden Flächen müssen vorher gründlich gereinigt werden. Es ist wichtig, dass ihr Karosseriesprühkleber verwendet. Bei Verwendung des Sprühklebers ist darauf zu achten, dass ihr die jeweilige Ablüftzeit eures Produktes, mit dem ihr arbeitet, beachtet und nicht zu hastig versucht, den Filz zu bearbeiten. Unser Biofilz aus Schurwolle ist momentan in zwei verschiedenen Farbtönen im Webshop zu erhalten. Wir haben zum einen ein helles Grau, zum anderen ein etwas dunkleres Grau. Bei Fragen zu weiteren Farben könnt ihr uns gerne kontaktieren und uns über die Chatfunktion erreichen.